Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 22. Januar 2021 mit einer spontanen Legung für dich und zwar für den Sternzeichen. Was erwartet dich im kommenden Monat, also im Monat Februar? Wie sind die Energien, wie sind die allgemeine Tendenzen und die Botschaften für dich? Ich habe hier eine andere Kameraeinstellung heute. Ich mache etwas Neues mit dir und ich lade dich ganz herzlich ein. Schließe deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein. Und während ich natürlich gleich mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Also ich werde auch für jedes Sternzeichen eine Karte ziehen und ich habe dir etwas völlig Neues vorbereitet. Das ist ein Zauberdöschen, wie du siehst, mit einem wunderschönen Vogel da drauf und da befindet sich auch ein Inhalt da drin. Ich lade dich kurz für eine Reise ein und schließe deine Augen und tauche in der Energie des Februars hinein. Und zwar, wir beginnen jetzt allgemein mit den Luftelementen. Was erwartet dich im Februar? Eine kurze Legung und natürlich wird auch eine Deutung, auch nicht nur der Karten, sondern der Überraschung wird auch gelüftet für dich sein. Natürlich werde ich auch noch die passende Perspektive oder die passende Einstellung von der Kamera noch finden. Also es geht hier um Kommunikation im Februar, also für Luftelemente. Luftelemente sind auch sehr kommunikativ. Es geht auch ein Stück weit auch um dieses große Glück im Häuslichen zu erfahren, also bei dir selber anzukommen. Es geht um die Lebensfreude, es geht auch ein Stück weit auch um Verliebtsein, um wirklich auf der Wolke 7 zu schweben, einfach volle Begeisterung zu sein, egal was du auch machst. Also es geht hier ein Stück weit auch, dass du wirklich in deine Bewusstwerdung hineinkommst und immer mehr und mehr die Verlustängste oder die Kontrolle über dich loslässt im Monat Februar. Also für den Sternzeichen Wassermann ist im Monat Februar, also das Geburtsmonat meistens, also jetzt in der Zeit, viele haben auch schon im Januar Geburtstag und es geht auch ein Stück weit darum, dass du über dich selber hinauswächst, also für die Luftelemente. Es geht auch darum, um eigene Bedürfnisse zu leben, voll in der Energie zu kommen, in der Begeisterung zu sein und alles, was Altes ist, aufzulösen und loszulassen. Stück weit geht es auch darum, dass man mehr mit sich selber verbindet, dass man wirklich bei sich selber ankommt und auch so in diese Zufriedenheit und Harmonieenergie hineinkommt. Aber für den einen oder den anderen wird auch hier die Seelenpartnerschaft, die Seelenliebe auch eine Bedeutung haben. Natürlich ziehe ich jetzt für jede einzelne Sternzeichen noch ein paar Tarotkarten. Stimme dich bitte auf den Wassermann ein, liebe Wassermann. Und natürlich verwende ich dazu diese wunderschönen Tarotkarten, die so schön glitzern. Und nehme ich auch noch die Lenormand-Karten dazu von Ciro Marchetti. Die Gilded Reverie und bitte auch nochmal um zusätzliche Botschaften für den Wassermann. Sehr schön. Und natürlich decke ich das auch ab, dass ich das auch für dich auch deuten kann. Dann bitte ich jetzt nochmal um für den Zwilling um einige Botschaften. Und da fallen die Karten schon raus, aber mir war das wirklich wichtig, dass ich das gemeinsam mit dir, diese Mischung auch mache. Und dass du auch deine Energie halt einfach auch hier rüber sendest. Das ist total wichtig, denn
Also die Legung soll auch persönlich für dich sein. Und wenn du dich hier angesprochen fühlst, freue ich mich sehr. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne eine persönliche Beratung, sehr, sehr gerne in einem persönlichen Termin. So, was ich jetzt noch sagen möchte, natürlich ist auch wichtig, dass du auch eventuell deinen Aszendenten oder deinen Mondzeichen auch anschaust, da kannst du auch noch zusätzliche Hinweise erhalten. Das war jetzt für die Waage, für das dritte Luftelement. Und also, wir deuten nochmal zusammen, es geht im Monat Februar, es geht um die Kommunikation, es geht um dich selber, es ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du auch hier und da noch so ein Mangelgedanken im Monat Februar, dass du vielleicht deinen Fokus zu sehr darauf richtest, was du noch in deinem Leben nicht wirklich noch hast oder noch nicht, vielleicht noch nicht lebst, und dass du da deinen Blickwinkel vielleicht auch ein Stück weit änderst. Wir beginnen jetzt mit dem Sternzeichen Wassermann. Also für den Sternzeichen Wassermann ist die Deutung, also du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen, denn es steht alles unter gutem Stern für dich. Also du hast hier wirklich den Stern an der Seite, das beleuchtet deinen Weg. Du hast hier also sehr viel Positivität, du bist mit dem Universum sehr verbunden. Und du hast hier auch wirklich die Möglichkeiten, also einiges in deinem Leben auch wirklich zu klären. Einiges wirklich sachlich auch zu klären, etwas in Ordnung zu bringen. Und also entspanne dich, der Gehängte symbolisiert auch, dass du jetzt vielleicht auch die Zeit jetzt in deinem Geburtsmonat, liebe Wassermann, oder jetzt im Februar, dass du das auch nutzt und dass du dich eventuell auch ein Stück weit ausruhst. Es geht noch um Thema, was vielleicht noch im Verborgenen liegt, was noch nicht, was du noch nicht weißt, genau wie es sich entwickelt in der Zukunft für dich, wo du auch noch einige Informationen benötigst, wo du noch mal genau hinschauen sollst, wo du noch mal Klarheit erfahren sollst. Es könnte auch bedeuten, dass es vielleicht etwas mit einem Projekt zu tun hat, mit einer Weiterentwicklung oder mit einer Institution. Da hast du eine gewisse Unsicherheit, das ist noch in der Verborgenen und du brauchst einfach dafür noch mehr Informationen. Das zeigt sich hier, sollst du jetzt dich ausruhen, du sollst die Zeit dafür nutzen, es klärt sich alles wunderbar und das steht schon unter gutem Stern. Und wichtig wäre, dass du aus diesem Mangelbewusstsein natürlich herauskommst. Ich habe auch versprochen, dass ich hier dieses Döschen hinbringe, für euch mitbringe. Und da befindet sich eine Überraschung jetzt. Das ist jetzt heute Premiere. Ich werde jetzt mit der Symbolik arbeiten. Und zwar, ich werde jetzt hier den Sternzeichen Wassermann rauslegen. Und werde hier in das Döschen reingreifen, so dass ich das nicht sehen kann, und nehme hier einfach ein paar Symbole raus und deute dir, was das halt natürlich auch bedeutet. Dazu setze ich mich hin. Also es sind zwei Engel gekommen. Es geht auch darum, also die Hoffnung für dich, also Hope, also dass du auch wirklich die Hoffnung im Februar nicht verlierst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das stelle ich dir auch hin. Und natürlich dein Vertrauen auch nicht verlierst. Also es zeigt sich hier das Vertrauen, dass es hier im Februar für den Wassermann auch wirklich sehr, sehr wichtig sein könnte. Um das jetzt wirklich also nicht mit dem Finger anzufassen, also ich habe hier eine Lotusblüte für dich. Ich hoffe, das kannst du jetzt auch gut sehen. Nein, kannst du nicht so gut sehen. Also das symbolisiert jetzt für mich hier wirklich die Lotusblüte. Und das lege ich hier auf dem Wassermann-Symbol hin. Ich hoffe, das kannst du sehen. Also es geht darum, dass du wirklich mehr auch vielleicht meditierst und so, ich probiere mal. So.
So, jetzt aber, ja, also ich habe eine neue Kamera hier. Also es geht hier darum, wirklich für den Wassermann, also ich zoome dir das nochmal, dass du hier vielleicht mehr meditierst und dass du hier wirklich dich mit deinem höheren Selbst verbindest, dass du hier auch Stück weit dein Kronenchakra öffnest mehr, also den Zugang nach oben auch findest. Es geht auch wirklich darum, also dein Herz auch, ja, also mit dem roten Stein hier, mit diesem rosa Stein, ich glaube, das ist Aventurin im Rot. Und das ist auch das grüne Aventurin und ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Also es symbolisiert hier für mich die Kraft des Herzens, dass du die Kraft des Herzens mit hineinbringst in den Monat. Vielleicht auch meditierst, deine Kronenchakra mehr öffnest und dadurch auch mehr Impulse auch von oben empfängst. Also dass du auch ein Stück weit dein Herz schützt, da kam der schwarze Stein, das symbolisiert, dass du dein Herz nicht verschließt, sondern dass du auch wirklich mehr auf deinen energetischen Schutz auch achtest. Das finde ich auch total wichtig, denn auch je nachdem, mit welchen Menschen wir auch in Verbindung sind, bist du vielleicht auch in einer Seelenpartnerschaft oder über die Traubebene, können auch bestimmte Energien auch wandern, sich verändern und zu dir kommen. Und das ist nochmal ein Hinweis, nochmal ein schwarzes Herz ist gekommen, nochmal dein Herz besonders zu schützen. Ich erwähnte gerade die Seelenpartnerschaft, dass also jede in sich selber auch in seiner Energie bleibt. So, dann kam der rote Jaspis. Der rote Jaspis symbolisiert hier für mich auch wirklich, dass du auch verstärkt nicht nur dein Herz, sondern auch deine Wurzelchakra auch stärkst in dem Monat. Denn, also das ist wirklich, wenn du Wassermann bist, ist es auch wirklich wichtig, dass du dich auch erdest. Wenn du jetzt in diesem Monat wirklich auch womöglich Geburtstag hast, dann ist wirklich deine Basis auch wieder zu finden und das wird dir auch Kraft und Stärke natürlich auch geben. Es kommen Nachrichten auf dich. Du erfährst hier Nachrichten, wie du siehst. Also ich hoffe, das siehst du. Ich zoome noch ein bisschen mehr da dran. Also siehst du hier den kleinen Vogel hier auf den Ast. Also du erhältst Nachrichten von der Weite oder du erhältst auch Nachrichten von der geistigen Welt. Also du sollst mehr hier wirklich in Vertrauen gehen. Also der Mond symbolisiert auch diese Intuition, was du auch in dir wirklich trägst, dass du mehr deiner Intuition folgst, ja, und auch bestimmte Dinge, die du empfängst, einfach auch wachsen lässt und reifen lässt hier mit dem Pilz, dass sich das auch entfaltet und entwickelt. Und die sind auch wirklich, du bist hier beschützt, du hast hier den Marienkäfer, das symbolisiert auch ein Glückssymbol. Also im Monat Februar wird dir auch sehr viel Glück widerfahren, du brauchst also gar keine Angst zu haben, lieber Wassermann, denn schau mal hier, da zeigt sich auch noch mal hier der Hufeisen, dass der Hufeisen sagt, also du ziehst also wirklich alles Positive, alles Gute ziehst du in dein Leben und das ist wie ein Magnet, wirst du in deinem Geburtsmonat oder jetzt in deinem Sternzeichen auch sein. Und es findet eine große Wende in deinem Leben statt und zwar mit dem Schicksalsrad. Das symbolisiert für mich wirklich, dass da für dich eine neue Zyklus beginnt und der Schicksalsrad ist, es geht immer nach vorne. Also es geht nicht nach hinten, wie unten, so oben. Das kommt alles im Fluss. Und schau mal, es hat was mit der Liebe zu tun. Wenn du in einer Partnerschaft bist oder in einer Wunschpartnerschaft dich befindest, in Seelenpartnerschaft dich befindest, es geht um die Lebensdingen, es geht ein Stück vorwärts, es geht weiter. Und wie du siehst, also es ist so schön ineinander verschwommen. Also ich deute nochmal dieses graue Herz, dass es auch wirklich ineinander diese Liebe auch fließen kann. Ich deute jetzt rein nach Farbe, dass es halt auch fließen kann, dieses Gefühl fließen kann. Und es zeigt sich nochmal ein braunes Herz hier für dich. Das symbolisiert auch für mich wieder, dass du auch wichtig ist, dass du dich erdest in diesem Monat.
Du darfst dir etwas Besonderes, liebe Wassermann, wünschen im Monat Februar und das geht sogar in Erfüllung. Du hast hier wirklich die Sternschnuppe und Sternschnuppe steht für mich für die Erfüllung und du bekommst auch nochmal hier diesen kleinen Schutzengelchen, wie du siehst, mit Grün, also es kommt alles in Heilung. Dein Schutzengel unterstützt dich und heilt deine Situation und obendrauf darfst du dich freuen mit der Rose. Rose symbolisiert immer wirklich dieses größte Geschenk, also die Schönheit, die Liebe, die Verletzlichkeit, die Sinnlichkeit. Rose ist wirklich ein Symbol der Liebe, aber auch die Verletzlichkeit, weil Rose hat ja auch die Dörner, vielleicht waren da auch Verletzungen, was mit der Liebe im Zusammenhang waren, was jetzt auch wirklich in der Heilung gehen kann. Das war für den lieben Wassermann. Ich hoffe, das konntest du annehmen. Das kannst du so in dein Leben integrieren. Und jetzt deute ich für den Zwilling. Ich hoffe, das gefällt euch so, diese Deutungsweise. Und ich freue mich riesig über eure Kommentare. Ihr wisst ja auch, dass Spiritualität nicht nur mit den Karten im Zusammenhang ist. Also Wassermann tun wir weg. Wassermann ist jetzt schon fertig. Dann nehmen wir jetzt den Zwilling dazu. Ja, also kann man das jetzt so sehen? Nein, gar nicht. Hier ist der Zwilling. Schau mal. So, sehr gut. Und also, liebe Zwilling, also für dich kommt im Februar, du hast so ein bisschen, ja, du kannst dich nicht so wirklich entscheiden. Du bist so ein bisschen, ja, wie kann ich das sagen? Du bist so ein bisschen hin und her gerissen, so nehme ich das jetzt wahr, so mit den zwei Stäben. Vielleicht fehlt dir auch der Mut, der Entschlossenheit, aber trotzdem wird sich der Monat für dich gut entwickeln, denn kommt der Königin der Stäbe, du kannst viele Dinge umsetzen in deinem Leben, du kannst vieles in deinem Leben verändern, zum Positiven wenden und da unterstützt dich der Hierophant und der Hierophant zeigt dir auch, dass du auch hier göttliche Führung hast, also auch Gottvertrauen bekommen wirst und das finde ich schon also großartig, du wirst anfänglicher Unentschlossenheit oder anfänglicher Mutlosigkeit oder ja, anfängliche, dass dir etwas fehlt, also an deinem Entschlossenheit fehlt oder kannst du dich nicht ja, entscheiden, dass du nach vorne gehst, wird sich das super gut entwickeln im Februar. Du hast auch eine Aufbruchstimmung, also steht generell für Neuanfänge für den Zwilling, also du erhältst schon Neuanfänge, vielleicht nicht so schnell, wie du es dir haben möchtest. Vielleicht verlaufen diese Neuanfänge nicht auf Anhieb so, wie du dir das wünschen würdest. Aber die werden gut im Februar. Wie du siehst, da ist der Anker da. Es zeigt sich also positiv und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass du vermehrt auch deine Ängste auch ein Stück weit auch loslassen kannst und in Vertrauen gehen kannst. So, jetzt nehmen wir natürlich aus diesem Döschen ganz intuitiv die Symbolik und ich lasse mich führen, ich schaue gar nicht hin und ich nehme und deute, was jetzt für den Zwilling wichtig ist, in diesem Monat wirklich zu erfahren. Also liebe Zwilling, du hast also total viele Herzen bekommen. So, also auch du sollst dich hier wirklich dein Herz schützen, ja, auch Stück weit auch vor Verletzungen schützen. Das heißt, dass du Stück weit auch über deine Gefühle auch sprichst, aber dennoch auch deine Aura schützt, energetisch dich schützt, vielleicht auch eine Energiestein trägst oder eine Schutzstein trägst. Also ihr könnt auch natürlich auch in meinem Shop so Schutzsteine finden, was auch vielleicht auch mit dem schwarzen Onyx in Verbindung stehen. Also dass du dich mehr schützt, dass du dein Herz mehr schützt. Für dich kommt auch wieder das Vertrauen hier, der Engel des Vertrauens, Faith. Also dass du auch im Monat Februar also verstärkt also vertrauen darfst. Und
Ja, also dass du dein Herz auch ein Stück weit in der Heilung bringen darfst. Also zweimal hier Herzthemen zeigen sich, also all diese Herzenergie einfach auch fließen lässt, dass du Entscheidungen aus deinem Herz heraus triffst, dass du bestimmte Dinge auch so aussprichst. Also es kommt auch die Klarheit, denn nur mit dem Herzen sieht man gut. Du siehst hier die Klarheit und ist auch hier dieses wunderschöne türkise Stein, symbolisiert auch die Halschakra. Also es deute ich jetzt in dem Fall also zusammen, dass du durch dein Herz die Klarheit erlangst und nur aus deinem Herzen bestimmte Dinge gut aussprechen kannst. Du sollst im Fluss bleiben, das soll fließen, aber vergiss bitte nicht die Erdung. Hole die Kraft aus der Erde, dann wird dein Herz auch hier wirklich erstrahlen. Dieser Stein ist ein künstlicher Stein, das symbolisiert, aber ich glaube auch, steht auch für das Geld, Fluss, ja, aber auch so wunderschön schimmert so ineinander. Also Geldfluss ist für mich die Fülle. Du wirst auch die Fülle erlangen und du wirst auch die Fülle finden. Es gibt halt langsame Entwicklungen im Monat Februar, aber trotzdem stetige Entwicklungen, was gut ist, was vielleicht auch mit der Sehnsucht zu tun hat. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Also das muss ich ein bisschen wieder größer machen. Vielleicht hat das auch was Stück weit damit auch zu tun, dass du vielleicht auch entweder dir eine Reise planst oder etwas in der Weite reisen möchtest oder gehen möchtest oder Sehnsüchte hast, also weiterzugehen oder etwas, also seit längerem jemand zu treffen in der Weite. Also ich sehe hier wirklich auch für dich hier diesen Schicksalsrat deutlich. Das steht aber allerdings auch für den Steuerrat. Also dass du dein Leben steuern kannst. Im Februar hast du wirklich hier die Möglichkeit, dein Leben in der Hand zu nehmen und selber ein Stück weit auch zu steuern und auch positive Dinge wie Glück, Erfüllung, Freude, Liebe in dein Leben zu ziehen mit dem Hufeisen. Das ist wie ein Magnet für dich. Und natürlich kannst du auch mit diesem Magnet auch deine innere Ausrichtung dafür einstellen. Und wenn du da auch wirklich Hilfe benötigst, sei es mit Hypnose, mit Coaching, also da kann man wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielen, unterstütze ich dich gerne und stehe gerne an deiner Seite zur Verfügung, ja. So, das war für den Monat Februar für den Zwilling. So, und jetzt kommen wir zu Waage, liebe Luftzeichen, liebe Waage. So, dann nehmen wir für dich diesen Symbol. Jetzt machen wir auch deine Karten weg. Ich hoffe, das gefällt euch, diese neue Legeform. Ja, so. Und natürlich, wenn ich auch Zeit habe, werde ich auch für euch auch das Wachsgießen zukommen lassen. So, liebe Waage, für dich, also du hast hier einen sehr leidenschaftlichen Monat vor dir, habe ich das Gefühl, also dass da auch etwas in der Leidenschaft nach vorne geht, also es entwickelt sich etwas. Und ich sehe auch wirklich hier, dass du hier die 10 Kelche hast. Die 10 Kelche ist die absolute Erfüllung für dich, die absolute Freude. Also du hast alles im Monat Februar, was du dir je erwünscht hast. Und du bist auch wirklich willkommen. Du bist wirklich in deinem Leben, in deiner Beziehung überhaupt. Also du bist wunderbar auch wirklich willkommen. Und du bist auch in dieser Herrscherinnen-Energie. Und das finde ich großartig, weil das zeigt dir auch, dass du auch sehr an dir gearbeitet hast, dass sich das auch wunderbar entwickelt hat. Und schau mal hier, du
strahlst auch diese schöne Energie aus. Das steht auch für Einladungen, für Romantik, für Dates, für Wunscherfüllung, für Geschenke, für etwas Schönes. Also du hast im Februar etwas Schönes und du suchst wirklich nach intelligenten, nach schlauen Lösungen, nach Möglichkeiten, egal auf welches Thema jetzt gedeutet, ob das jetzt wirklich die Liebe ist, die Partnerschaft oder im Beruf. Du suchst nach Möglichkeiten, also die Erfüllung ist schon da. Wie kannst du noch wirklich diesen Wunschbrunnen etwas noch mehr, deinen Wunsch realisieren, in Erfüllung bringen? Wie kannst du etwas noch viel mehr umsetzen? Ja, so, und auch für dich, ja, liebe Waage, also die Symbolik, und ich greife hier in den Döschen rein und lasse mich ein Stück weit auch führen von dieser Symbolik, jetzt einfach intuitiv führen und deute ich dir das auch. Also, auch du hast dieses ja, Vertrauen, dass du auch lernst, dass du mehr, also wirklich in dich selber vertraust, in der göttliche Führung auch mehr vertraust. So, jetzt zoomen wir das so ein bisschen. Ja, also es geht hier ein Stück weit wirklich darum, dass du hier mehr in deine Klarheit kommst, also in deine Herzensklarheit kommst. Was bedeutet das? Dass du, was du im Herzen fühlst, dass du das auch wirklich als deine Klarheit oder dein klares Erkennen auch wahrnehmen kannst. Es geht auch ein Stück weit darum, auch dein Herz wirklich zu schützen, vielleicht auch wirklich mit Schutzsteinen zu arbeiten, mit Schutzamuletten zu arbeiten. Und da habe ich auch wirklich in meinem Shop, ich kann euch das auch gerne energetisch aufladen, die Herzchen sind nicht da drin, aber kann ich natürlich auch die Energieanhänger mit Delfinen oder mit diesem Herzchen, was noch in meinem Shop da ist, auch energetischer Schutzsymbol für dich mit Reiki aufladen. Es geht auch, der Tigerauge symbolisiert auch eine unglaubliche, kraftvolles Symbol für mich. Das sagt auch, dass du vom Herzen heraus also sehr kraftvoll sein wirst, dass du auch wirklich so deine Intuition auch folgen darfst. Alle Infos, die jetzt zu dir kommen, liebe Waage, im Februar darfst du auch annehmen. Es zeigt sich auch wieder die Herzenergie. Ich glaube, weiß gar nicht, was das von ein Symbolik ist, dieses rote, dieses rosane Herz, das, ne, ich glaube, auch Aventurin oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wird das jetzt als Herzstein auch verwendet. Und nochmal, also dass du mehr Herzensliebe mit in dein Leben fließen lassen sollst. Du sollst die Gefühle fließen lassen, du sollst die Gefühle aus dem Halschakra auch aussprechen. Wirklich viel Herzenergie, du hast wirklich unglaublich viel Herzenergie und du hast auch hier diesen Goldfluss, das ist auch wirklich sehr schön, denn dadurch wirst du auch wirklich, wenn du aus dem Herzen bestimmte Informationen weitergibst, wirst du auch wirklich Türen öffnen. Im ersten Moment vielleicht reagieren die Menschen, denken darüber nach oder gucken einfach, aber also auf jeden Fall wird dir das auch neue Türen öffnen. Wichtig ist, dass du die Erdung im Februar nicht verlierst. So, Intuition sehr stark für Waage im Februar. Ich hoffe, das seht ihr. Also hier die Intuition mit dem Mondsymbolik. So, wichtig ist die Anbindung nach oben, die Kronenchakra öffnen. Wie du siehst, auch hier ist das Om-Zeichen. Also das dritte Auge auch ein Stück weit. Es geht auch selbst für die Waage darum, wirklich, dass man also glückliche Zustände, glückliche Zufälle oder Situationen in dem Leben zieht und mit dem Steuerrad das Leben in der Hand nimmt im Monat Februar und Dinge einfach erschafft oder zum Positiven bringt. Ich hoffe, das siehst du. Das ist hier das Steuerrad. Ja, fokussierte Kamera. Jawohl. Also ich hoffe, das gefällt dir. Also an dieser Legung natürlich werde ich noch einiges verändern, damit du das auch besser sehen kannst. Sollte dir das gefallen, konntest du diese Botschaften für dich annehmen? War das für dich hilfreich? Freue ich mich sehr über ein Like, natürlich übers
teilen, abonnieren und kommentieren dieses Videos. Und ich wünsche dir einen wundervollen Monat, liebe Wasser, liebe Luftzeichen, liebe Wassermann, liebe Zwilling und liebe Waage, und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.